Mich kennt ihr ja schon, der Jan ist ein lieber netter Kollege von mir. Ist ein Produktmanager, der bei uns arbeitet, also einer von ein paar Produktmanagern, die Produkte beschreiben, die ich dann auch teilweise verfilme. Nicht jedes Produkt, aber halt eben viele davon. Und ja, Jannik ist auch privat sehr begeisterter Hobbyfotograf und Hobbyfilmer vor allen Dingen auch. Genau. Kannst du mal so ein bisschen erzählen? Ja, bei mir ist es so, ich hab beruflich viel mit Kameras und mit Fotozubehör zu tun und privat fotografiere ich einfach gerne und filme gerne. Das sind dann kleinere Dinge, meistens hobbymäßig, manchmal so ein bisschen kleinere Aufträge. Wir sind ja eigentlich jetzt hier nun ganz kurz mal eben rein spekulativ, wie ich das letzte Woche schon mal gemacht habe mit der Nikon Z6, Z7. Ne? Wir haben die neue Canon R noch nicht in der Hand gehabt. Wir haben nur die ganzen Sachen im Netz gelesen und haben gedacht, wir machen mal ganz spontan einfach jetzt ein Video darüber, weil ich gesehen habe, es haben schon so viele YouTuber gemacht und jeder gibt seinen Senf dazu, warum nicht auch wir. Jeder von uns hat dann so selber für sich so ein bisschen recherchiert und geguckt und dann haben wir uns zusammengesetzt und jetzt erzählen wir im Prinzip eigentlich jetzt so die Sachen, die uns die hängen geblieben sind und auch ein bisschen so im Kontra zu dem, was der andere so rausgefunden hat. Also Kontra für mich, ich habe das ja schon auch bei dem Nikon-Video, bin ich ja schon dafür ziemlich auch disliked worden, wobei kann ich mit umgehen, gar kein Problem. Kein zweiter Kartenslot, kein Augenautofokus, nach dem, was ich jetzt gerade so recherchiert habe. Und was ich gut finde, ist, die Kamera scheint wohl ein Flip-Display zu haben, die Canon R, was ich sehr gut finde. Wir haben schon mal im Vorfeld, kann man ja auch dazu sagen, einen sehr, sehr langen Take gemacht, bis die Kamera irgendwann bei 29-50 ausgeschaltet hat. Und dann festzustellen, dass das Ganze im Weitwinkelmodus aufnehmen ja doch ein bisschen doof aussieht. Und haben uns jetzt ja hier für die 50mm-Variante entschieden. Mit dem Vorteil für euch, dass es hier mit Sicherheit kein 29-Minuten-Video werden wird, sondern halt eben alles jetzt ein bisschen zusammengedampft ist. Gut daran finde ich, dass Canon die Kamera rausgebracht hat, wahrscheinlich mit der Kompatibilität zum alten EF-System, also die Objektive mittels Adapter. Wie Nikon das ja mit der Z6 und Z7 auch macht mit dem Adapter. Da kann man ja über 370 Objektive dann noch aus der alten Welt von manuell Fokus, F-Bajonett bis zur Neuzeit benutzen. Das wird es wahrscheinlich bei der Canon R auch geben. Das heißt, die ganzen Canon-Jünger, die bis jetzt gewartet haben, weil sie halt eben schon so einen großen Canon-Objektivpark zu Hause haben und da jetzt nicht einfach alles neu investieren wollten und zum Systemwechsel schreiben zu müssen, die können jetzt hingehen und sagen, super, spiegellos, ich habe alle Objektive, die ich brauche, kann mir jetzt die Kamera kaufen. Ja, das ist für mich auch einer der größten Punkte, die dafür sprechen. Also ich war früher auch, habe früher auch Canon genutzt. Hab dementsprechend alle Objektive zu Hause. Das heißt, für mich würde eigentlich nur das Gehäuse reichen plus der Adapter und ich könnte vernünftig damit losziehen mit der Kamera. Das finde ich gut und das ist aber, glaube ich, auch eine Notwendigkeit, die Canon und Nikon dann eingesehen haben, dass halt Spiegelreflexsysteme ein bisschen über die Zeit sind. Also sie haben immer noch natürlich vollkommen ihre Berechtigung und ich glaube, sie werden auch im professionellen Bereich immer noch viele Jahre genutzt werden, aber das ist halt... Ich freue mich immer, wenn mal was Neues, mal was Innovatives, so innovativ ist es natürlich, ja, aber wenn mal etwas Neues auf den Markt kommt. Eigentlich müssten sich jetzt alle Canon und Nikon-User müssen sich bei Sony bedanken, weil Sony treibt da schon so ein bisschen seit ein paar Jahren jetzt ja auch die ganzen anderen Hersteller vor sich her. Die haben ja mit dem spiegellosen System, also als erster erfolgreicher Vermarkter, ich weiß jetzt gar nicht, ob Sony die ersten waren oder ob das Olympus war oder so. Micro Four Thirds von Panasonic und Olympus gibt es jetzt seit 10 Jahren so ungefähr. Seit 10 Jahren schon? Ja. Wow. Also zumindest hat dann Sony das dann irgendwann, ist dann so eingestiegen und haben das halt eben richtig gut vermarktet und alle wollten es haben. Ich selber filme jetzt auch gerade hier mit nach Sony, entgegen einiger Spekulierungen unter dem Nikon Z6, Z7 Video. Ich bin kein Sony-Fanboy. Das konnte ich an dir noch nicht feststellen. Also ich glaube für uns ist halt das Sony hier ein Arbeitsgerät, die sehr zuverlässig die Arbeit verrichtet, die wir... Kann sein, dass ich demnächst mit einer Canon oder einer Nikon filme, wenn ich dann meine, dass das System besser ist. Aber Sony ist für mich im Augenblick halt eben der einzige Vollformat Kamerahersteller gewesen, der also hier spiegelloses Fotografieren und Filmen anbietet. Also Film ist ja sowieso wurscht.
Und das halt eben in einem sehr kompakten Gehäuse und mit der Option, wie gesagt, Vollformat. Und ich kann alle Objektive, die ich habe, kann ich einfach anschließen. Also beruflich natürlich jetzt hier, die ja auch von der Firma sind. Das sind ja halt eben dann jetzt die Sony-Objektive. Ich selber habe in der alten Minolta-Welt mit der Fotografie damals angefangen. Das hat natürlich auch eine ganz große Rolle gespielt. Sony hat ja irgendwann Minolta aufgekauft und die Alten unter euch wissen das vielleicht noch, hier so XD7 und sowas. Und ich habe auch aus der ganzen alten Minolta-Welt noch die ganzen, ganzen alten Objektive. Und aufgrund irgendwelcher Auflagenmaßgeschichten konnte ich die nie zu 100% nur mit einem Adapter, mit einer Linse auf Canon zum Beispiel adaptieren, was mich total madig gemacht hat, weil ich habe ein wunderschönes 1.258 Rokoa zum Beispiel. Und das benutze ich halt eben jetzt an der Sony. Meine Leica Spiegelreflexobjektive benutze ich an der Sony, meine Minolta Objektive benutze ich jetzt alle an der Sony, ich habe noch Nikon F Objektive, 2.5, 105 und so weiter und so weiter. Und das war für mich dann das Ding, wo ich gesagt habe, ich will die Sony haben. Sony Fanboy bin ich deswegen trotzdem nicht, also rein als Arbeitsgerät ja, privat habe ich keine Sony. Aber ich finde es halt eben gut, dass der Markt jetzt auch mal so ein bisschen belebt wird mit den beiden großen Herstellern eigentlich. Man hat die ganze Zeit darauf gewartet, die ganzen Jahre, dass da was kommt. Ist jetzt eingetreten, zeitgleich natürlich, oh Wunder, zur Fotokina, ne? Wie kann das denn passieren? Ist ja eigentlich ganz klar. Und da ist ja noch die Geschichte mit Panasonic, mit einem Vollformat. Genau, also das ist ganz, ganz spannend, weil ich habe gestern Morgen so meine Blogs aufgemacht, wo ich immer reingucke und alle waren total aufgeregt am Montagmorgen. Was aber eigentlich die viel größere Sensation in meinen Augen war, dass so ein bisschen rumort wird, dass Panasonic eine spiegellose Vollformatkamera rausbringen wird wohl am Vorabend der Fotokina offiziell angekündigt, wird vielleicht auf der Fotokina ein Prototyp zu sehen sein, aber das ist erst irgendwas fürs erste Quartal, zweites Quartal 2019, aber das war eigentlich die tatsächliche Sensation, weil ich glaube, damit hat keiner so richtig gerechnet, also Panasonic hat ja immer wieder betont, sie wollen sich auf Micro Four Thirds konzentrieren. Das war eigentlich die eigentliche Sensation. Ist Panasonic nicht auch Leica-Kooperation? Genau, die kooperieren, was die Objektive angeht. Also es ist eine relativ enge Kooperation. Es wurde zwischenzeitlich mal, jetzt so in einem spiegellosen Vollformat wurde diskutiert, ob das vielleicht auf der Leica SL aufbaut. Aber nicht preislich, ne? Ja, das ist halt die Frage. Und jetzt sieht es aber doch wieder aus, dass der Objektivmount wohl wieder eine eigene Entwicklung sein wird und nicht komplett Leica SL-kompatibel sein wird. Ja, Kartenslot. Das war ja die ganz große Diskussion, dass du zur Z6, Z7 noch sehr kritisiert hast, dass nur ein Kartenslot vorhanden ist. Ja. Und schwierige Sache oder ein schwieriges Thema. Ich glaube, für einen professionellen Fotografen bietet es eine gewisse Sicherheit, wenn er zwei Kartenslots hat und dann zum Beispiel eine CF-Karte und eine SD-Karte drin hat und dann entweder parallel aufzeichnet oder er splittet es und sagt, hier die JPEGs auf die eine Karte, die RAWs auf die andere Karte. Ich würde es auch relativieren jetzt in diesem Video, indem ich jetzt sage, also erstmal muss es natürlich jeder selber wissen und ich als Privatanwender fotografiere jetzt digital seit 2004, glaube ich, mit der 350D damals angefangen, dann 5D und immer so weiter. Ich hatte noch privat noch nie einen Crash in der Karte in irgendeiner Kamera. Witzigerweise ist mir das mit der Sony aber einmal passiert. Ich habe dann vor ein paar Monaten die Sony 7A III bekommen. Und da ist es, also vor ein paar Monaten, die ist ja bekannterweise, hat die auch zwei Kartenslots. Ich habe den aber nicht benutzt und dann ist mir vor, es ist nicht gelogen, dann habe ich die Kamera weggeschickt vor sechs Wochen oder sowas. Ist mir tatsächlich eine Karte verreckt und zwar ist von der Karte selber, also die Kamera kann nichts dafür, ist einer von diesen Nippeln, die auf der Rückseite von der SD-Karte sind, ist in den Slot reingefallen. Nichts ging mehr. Ne? Die Karte selber war auch Schrott, also ich konnte die Daten nicht mehr auslesen. Zweite Kartenslot war leer. Also bin ich da einen zweiten Slot. Seitdem benutze ich natürlich jetzt auch den zweiten Slot, also es muss dann nur halt eben einmal passieren. Aber privat würde ich jetzt immer noch sagen, unabhängig davon, dass mir gerade einfällt, dass ich privat nicht eine einzige Kamera habe, die einen zweiten Kartenslot hat, habe ich den bis heute auch nicht vermisst. Das ist auch so ein bisschen das Risiko, was man früher hatte mit dem analogen Film. Das ist vielleicht den älteren Zuschauern unter euch auch nicht ganz fremd. Mir ist es selber auch schon mal passiert. Ich habe mal in irgendeiner analogen Kamera einen Film eingefädelt, habe den aber nicht richtig eingespult, habe nicht darauf geachtet, ob sich beim Filmtransport auch die Film... Das ist eigentlich das Indiz schlechthin. Und habe direkt losgerattert. Dann irgendwann festzustellen, früher war das immer so ein bisschen so ein Sportaufbau. Super, ich habe jetzt 36 Bilder gemacht. Komm, 37 schaffst du noch, wenn du ganz knapp eingefädelt hast. Ja, und spätestens als dann auf dem Zähler die 39 auftauchte und die 40, also die Zählwerke, die zählten auch noch so weiter, Leica und Co., da habe ich dann gedacht, 40 Bilder, das ist impossible, das geht überhaupt nicht, das kannst du gar nicht machen.
aufgemacht, was ist passiert, der Film ist gar nicht transportiert worden. Die Bilder auf dieser Kamera, wo das passiert ist, du wirst lachen, die habe ich heute noch im Kopf, das ist ein Ereignis, das ist bestimmt schon 15 Jahre her, wo mir das passiert ist. Ich war gestern, es war nur während des Studiums ein Auftrag gewesen, auch noch, den wir gemacht haben, und ich habe dann fotografiert und das Ding ging immer weiter und die Bilder, die ich da gemacht habe, Straßenfotografie, fremde Menschen auf der Straße ansprechen und sowas, habe ich bis heute nicht vergessen. Die sind alle noch hier oben drunter. Ich würde es relativieren und würde einfach sagen, abschließend jetzt, um das abzukürzen, man braucht vielleicht nicht unbedingt einen zweiten Kartenslot. Jemand, der das haben möchte, muss dann zur Sony greifen. Für den ist halt eben dann Nikon Canon einfach tabu. Das geht dann einfach nicht. Ja, was ich als ganz großen Vorteil von einem spiegellosen System immer sehe und weshalb ich mich auch sehr freue, dass jetzt Canon, Nikon auch spiegelloses Vollformat anbieten werden, ist einfach, dass die Kameragehäuse wesentlich kleiner werden. Ja. Wir fotografieren hier im Haus intern mit einer 5D Mark III. Das ist schon ein ganz schöner Brecher. Ne? Das ist jetzt ein 2470 2.8 dran und das ist eine Kamera, die ich nicht jeden Tag dabei haben möchte. Das heißt, wir haben also jetzt demnächst auf dem Markt, haben wir also ein spiegelloses System in sich beschlossen, beziehungsweise offen für die alte Welt aus dem gleichen Namenssystem von Sony, von Nikon und jetzt auch von Canon. Olympus lassen wir jetzt mal so ein ganz bisschen außen vor. Und dann haben wir ja noch, dann demnächst gehe ich jetzt mal von aus, dann die Panasonic als Vollformat, dann nochmal eine weitere spiegellose Kamera als System. Also die Vielfalt ist wieder hergestellt. Das finde ich persönlich sehr gut, dass man also jetzt nicht immer nur die Wahl hatte zwischen Sony und Sony, wenn man dann Vollformat haben wollte. Ja, muss man das klar sagen. Ne? Und Sony natürlich auch. Ja. Genau. Sony ist jetzt auch nicht so, ich bin kein Sony-Fanboy, auch wenn wir jetzt Sony-Equipment hier benutzen. Wenn das bessere System einen anderen Namen hat, dann wird das ausgetauscht. Das ist ganz einfach. Sony hat natürlich jetzt den Vorteil, einfach ausgespielt, Vollformat, die Adaptierung fremder Objektive ohne irgendwelche Qualitätsverluste, Fokus-Peaking, alles, was da eingebaut worden ist. Und. Ne? Vor allem auch die Akkulaufzeit, muss man dazu sagen. Ich habe dann mit der Sony 6500 vorher gefilmt, mit so einer kleinen Kamera. Und da war der Akku war ja innerhalb von, da konntest du ja zugucken, Minutentakt war der ja leer. Und jetzt bin ich auch ganz irritiert mit der Sony 7A3, also wie lange der Akku auch hält, wenn ich hier mit voller Auflösung filme, 4K und so weiter. Das ist schon alles ganz, ganz toll. Das ist der nächste Punkt, halt eben nach den Daten, die wir jetzt so haben, was man so gelesen hat, also Canon wie auch Nikon im Bildmodus akkumäßig nicht so toll, ne? So alles unter 400 Bilder, 300 noch was. Auf der anderen Seite muss ich dann wiederum immer noch sagen, das sind so Informationen, die mich jetzt gar nicht schocken, weil ich jetzt wirklich nicht der Typ bin, der Fotos macht und muss von jeder Situation 15 verschiedene Aufnahmen machen. Das mache ich nicht. Ich versuche eigentlich im Augenblick auch immer so zurückzugehen, wie ich früher analog fotografiert habe, was mich wahnsinnig gemacht hat, wo ich noch selber Bilder entwickelt habe. 36 Bilder und alle 36 Bilder sind unterschiedlich und ich finde die im besten Fall alle noch gut. Muss 36 Bilder abziehen. Das habe ich mal gehasst. Das finde ich nämlich ganz interessant. Früher, als es so mit digital losging, habe ich unglaublich viele Fotos gemacht. Also ich habe keine Ahnung, wenn ich irgendwie eine Woche auf Reise war, habe ich 1000, 2000 Bilder gemacht. Inzwischen mache ich 100. Wahnsinn. Inzwischen mache ich 100 Bilder, weil ich mich einfach gezielt darauf konzentriere, genau ein Foto von dem zu machen und dann aber auch exakt das einzufangen, was ich möchte. Du hast gerade, da bin ich drüber gesprochen, aber du hast gerade gesagt, kleine Kamera und so weiter. Genau. Jetzt kommen ja die neuen Objektive dazu. Bei Nikon ist es ja schon amtlich 0,95, also Blende 0,95. Okay, kann man machen. Canon hat ja auch schon jetzt, also geleakt ist, offiziell nicht bestätigt, wobei von den Fotos ja schon 1,250 zu erkennen. Ich frage mich natürlich jetzt, warum man dann jetzt die Kamera so schön leicht und schnuckelig baut, um dann da so ein Kilo Glas dran zu machen. Ich glaube, das Objektiv wiegt über 600 Gramm oder so. Und dass es mit 1,2 Licht auf dem Blende fotografieren überhaupt keinen Sinn macht und man ja auch nicht vergessen darf, wo diese lichtstarken Objektive eigentlich herkommen. Ganz kurzer Exkurs von mir eben, weil ich ja schon so wahnsinnig alt bin. Das hat man früher deswegen gemacht, als die Ja, jetzt sind wir hier so ein bisschen abgedriftet. Die ursprüngliche Idee war eigentlich über die neue Canon, über die EOS R, aber auf der anderen Seite, wir haben es auch schon so viele Videos gesehen von Leuten, die einfach spekulativ irgendwie sich vor die Kamera setzen, irgendwas erzählen, dass wir uns mal gedacht haben, das können wir auch. Eigentlich war ursprünglich geplant, dass wir hier nur ein Video machen über die Canon R, die ja noch keiner in der Hand gehabt hat, wie ich das da vor ein paar Tagen auch mit der Nikon gemacht habe. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, ich meine gut, es ist jetzt eine weitere spiegellose Kamera, die auf den Markt kommt. Schlecht wird die nicht sein, ne? Und wie die Nikon auch nicht schlecht ist und die Sony nicht schlecht ist. Und es hat eben jetzt eine Vielfalt da, dass man einfach sagen kann, also mindestens
drei richtig große Marken. Vier, Panasonic, auch wenn es kein Vollformat ist, aber da kommt ja vielleicht auch was, die würde ja, ich kommt ja wohl Vollformat. Kommt ja was, aber die würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Und ich würde sagen, also Vielfalt ist, belebt den Markt. Wenn man eine Vielfalt hat, das ist immer schön. Generell muss ich sagen, jetzt nur für mich so gesprochen irgendwie, ich wünsche mir eigentlich diesen gegenteiligen Schritt. Also man fängt ja an, dass man immer mehr Kameras auf den Markt bringt mit immer mehr Funktionen und immer mehr diesem und jenem und welchem und sowas. Ich hätte eigentlich ganz gerne mal etwas einfacher, also nicht so viele tausend Sachen, die man einstellen kann, nicht so 85.000 Mäusekinos, mehr Direktfunktionen, die man einstellen kann, mit Zugriff auf der Kamera, mehr Knöpfe, mehr, weniger Mäusekino und sowas irgendwie. Das ist so ein bisschen das, was ich auf dem Markt eigentlich vermisse, dass man, weil man ja eigentlich von so einer Kamera von 100% an Möglichkeiten, die hat, also ich würde mal sagen, wenn ich da 20% von nutze, ist das viel. Ein großer Teil davon sind einmalige Einstellungssachen, die du nie wieder anfasst. Willst du auch noch was sagen zum Abschluss? Ja, ich finde es gut, dass Canon und Nikon jetzt auch spiegellos rausbringen, spiegelloses Vollformat, weil man kennt seit Jahren halt nur Sony, die wirklich sehr erfolgreich in dem Marktsegment unterwegs sind, und ich sehe das genauso wie du, also umso mehr Konkurrenz da ist, umso mehr Alternativen sind natürlich auch da. Und jemand, der sagt, ich möchte nicht mit einer Sony arbeiten und bisher bei seinem DSLR-Canon-System geblieben ist, dem wird jetzt auch eine Alternative geboten. Kennst du das doch als Hannoveraner? Hier fahren sie alle VW. Furchtbar. Also von daher, ich find's schön, ich freue mich auf die Kameras. Ich bin besonders gespannt als Panasonic-User, ob und was Panasonic da bringen wird. Ist einfach spannender. Genau, also das war eigentlich die Sensation für mich. Panasonic bringt spiegelloses Vollformat raus, weil ich das, man weiß es ja auch noch nicht offiziell, aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, weil sie haben ein super System, MFT-System, was super ausgebaut ist, was super Funktionen hat, super Objektive, was offen ist, also auch von Olympus dementsprechend in Kooperation dann genutzt wird. Und sie haben ja immer gesagt, sie möchten eigentlich bei der einen Sensorgröße bleiben, und das war aber genauso der einzige Nachteil daran. Also im Dunkeln, in lichtkritischen Situationen ist relativ schwer zu filmen und zu fotografieren mit den Kameras. Also ich glaube, dass die müssen was rausbringen. Bei Panasonic ist jetzt meiner Meinung nach die Marke, die jetzt nach Nikon und Canon, auch nach der Ankündigung, die sind im Zugzwang, weil sie kein Vollformat haben. Und ich denke mal, das ist das, was wahrscheinlich auch vielen Leuten noch so gefehlt hat. Ich könnte mir auch vorstellen, dass einige Sony-User, die vielleicht zähneknirschend zu Sony gewechselt sind, weil Vollformat, dass die vielleicht jetzt hingehen und sagen, okay, da gibt es ein paar andere Sachen, mit denen ich nicht zufrieden bin. Ich gucke jetzt mal wieder, oder ich habe ja noch zu Hause irgendwelche alten Linsen oder was weiß ich, probiere jetzt mal die Nikon aus oder jetzt die Canon zum Beispiel auch irgendwie sowas. Oder dann die Leute, die auch vielleicht wieder von Sony dann zurück auf Panasonic switchen würden. Weil das war ja eigentlich so, als die Sony rauskam, ich sollte im Kopf haben, es war ein bisschen so diese Konkurrenz. Dann gab es auf der einen Seite die Panasonic Freaks. Da sind einige ins Sony-Lager abgewandert, wegen der Vollformatgeschichte auch unter anderem, nicht nur. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch wieder zurückwechseln. Also ich habe ja mit der GH3 damals angefangen, ganz alte war das noch. Und die hat mir echt gut gefallen. Und ich habe ja dann immer nur abgegradet und damals dann ein Upgrade gemacht auf die 5D Mark III, mit der ich dann gefilmt habe. Ne? War ja Vollformat und sowas. War natürlich auch ein Quantensprung vom Sensor und sowas. Aber wie gesagt, also wenn Panasonic noch mit so einem Ding auf den Markt kommt, da könnte ich mir vorstellen, dann switcht man vielleicht von Sony wieder zurück. Werden wir sehen. Also ich glaube, es ist einfach noch zu früh, um wirklich zu sagen, Canon bringt das Beste, Nikon bringt das Beste oder Sony wird unangefochten an erster Stelle bleiben. Ich glaube, wir müssen das Ganze erstmal ein bisschen sacken lassen. Ja. Man muss mal gucken, wie bewähren sie sich denn, wenn sie überhaupt erstmal in den Markt eingeführt sind. Vor allen Dingen mit normalen Leuten, die man hier anbekommt. Genau, haben dann wir auch mal die Möglichkeit, dann die Kameras zu bekommen. Ja. Also ich glaube, spannender wird es eher nach der Fotokina, wenn wir vielleicht die Möglichkeit hatten, auf der Fotokina mal diese Kameras in die Hand zu bekommen. Und, wie ihr natürlich auch, ne, wenn ihr zur Fotokina kommt, ist ja auch klar. Übrigens, da sind wir dann auch wieder vertreten, könnt ihr auch bei uns an Stand kommen, aber genau, keine Kameras. So, wir sind am Ende angekommen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würden wir uns natürlich ganz gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr irgendwelche Anregungen habt oder wenn euch das Format, was wir jetzt gerade mal so ganz kurz hier nebenbei noch vorgestellt haben, gefallen hat, ihr würdet mehr so Videos gucken, wo wir einfach mal über Fotografie reden oder irgendwelche anderen Themen also aufgreifen, dann könnt ihr das ganz gerne auch mal in die Kommentare schreiben. So Feedback ist natürlich auch ganz gut für uns und ganz wichtig. Und ich sag mal so, dann tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich
Hallo zusammen, das ist der Yannick, das ist ein Kollege von mir, der ist hier für das Produktmanagement zuständig, arbeitet auch bei Enjoy, hat sehr viel Ahnung von, hast du Ahnung? Ja, ne? Du hast Ahnung. Möglicherweise ist mir das mit der Sony aber einmal passiert. Ich habe dann vor ein paar Monaten die Sony 7A3 bekommen. Ja, da war es dann also, so. Drei, ja. Oder welche? Die. Ja, aber wie heißt das Teil genau? A7 III. Richtig. A7 III. Ja, A7 III habe ich auch gesagt. Hast du Ahnung? Ja, ne? Du hast Ahnung.